Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der diesjährigen Finalserie zwischen den Pidikheim Steelers und den Fishtowns aus Bremerhaven. Links neben mir der Coach der Gäste, Mike Stujart, rechts neben mir unser Coach, Kevin Godet. Das Spiel heute endete 4:3 für die Pidikheim Steelers. Zuschauer waren heute in der Digitrans Arena 4.361 Zuschauer. Wie immer das erste Wort zum Spiel von unseren Gästen. Mike, dein Statement zum Spiel? Dankeschön, guten Abend. Ja, Kevin, seine Mannschaft hat einen super Start. Und ganz ehrlich, die ersten 10 Minuten, wir haben verschlafen. Aber über die nächsten 5 Minuten, wir haben sehr gutes Eishockey gespielt. Und wir waren aggressiv und konsequent defensiv. Wir sind gut gestanden. Jonas Langmann hat sehr gut gehalten. Und ja, bis zum Schluss, die Jungs haben gekämpft. Und jetzt, wir fahren zurück nach Bremerhaven für eine spannende Partie in 2 Tagen. Dankeschön. Danke, Mike. Kevin, deine Worte zum Spiel? Ja, schönen guten Abend. Wie Mike hat gesagt, wir haben einen perfekten Start gehabt. Ich habe das nicht erwartet gegen die Meister, aber dann wir sind selber in die Fuß geschossen und diese dumme Strafe genommen und sie haben das sofort bestraft, wie man erwartet von den Meister. Und danach war ein offenes Spiel. Beide Mannschaften hatten ein paar gute Chancen, beide Torwart hat sehr gut gespielt. Und auch die 5 Minuten am Ende, die Bremerhaven hat sehr gut gekillt und mit 16 zu gehen, hat man eine super Chance gehabt, unentschieden zu machen. So, wir haben ein bisschen Glück gehabt am Ende, das ist die Playoffs, natürlich ein großer Sieg, aber das ist nur ein Sieg. Und, wir erwarten noch ein härteres Spiel in 2 Tagen. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Die Frage geht jetzt an beide Trainer. Es wird bemängelt, dass dem Schiedsrichter eine klare Linie gefehlt hat. Mike, dein Statement zur Linie zum Schiri? No comment. Kevin? Sounds good, no comment. Weitere Fragen? Dem scheint dann heute Abend nicht mehr so. Wie Mike schon gesagt hat, am Sonntag um 17 Uhr Spiel 2 in Bremerhaven und wir sehen uns dann am Dienstag um 20 Uhr zu Spiel 3 hier in der E-Trans Arena wieder. Bis dahin, allen ein schönes Wochenende.